Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mal wieder eine Zuschauerempfehlung. Nämlich diesmal mit Young Galaxy und Zweifel. Eine kleine Vorgeschichte dazu. Ja, was heißt Vorgeschichte? So eine Geschichte kann man es nicht nennen. Aber erstmal Shoutout an dich, dass du mir Young Galaxy gezeigt hast. Bis jetzt. Mal gucken, ob sich das nachher immer noch so anfühlt. Aber mir wurde erst ein anderer Song vorgeschlagen, wo ich dann direkt gemerkt habe, nee, 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 weil ihr müsst euch vorstellen, ihr gebt mir diese Songs, Request, Vorschläge, was auch immer. Ich höre mir da skipp ein bisschen durch und dann entscheide ich ja, okay, lade ich hoch, lade ich nicht hoch, werde ich drauf reacten, werde ich nicht drauf reacten. Und meistens schreibe ich euch dann auch direkt, dass es dann nicht wird. Und der Kollege meinte einfach, ja, gut. Kann ich mir vorstellen, dass dir das nicht gefällt, weil ja nur eine Empfehlung und sagt, ja, okay, dann hör dir doch Zweifel an, das könnte dir auch besser passen. Und wo ich durchgesippt habe, dachte ich, ja, ist wahrscheinlich ganz gut. Deswegen gönnen wir uns das jetzt mal und guck mal, was Young Galaxy kann. Let's go. Also als Start fand ich schon extrem geil. Ein bisschen lang, muss ich halt sagen. Muss auch ehrlich sagen, was ich richtig gefeiert hätte, jetzt mal eine ganz dumme Idee. Einfach, wenn hier dieser Bass gleich reinkommt, wenn der Bass gleich reinkommt, dass dieses Zweifel auf einmal richtig boom klar wird. Das wäre richtig geil gewesen. Nur mal eben so. Aber wie gesagt, der Anfang gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ist ja auch schön melodisch. Alles nicht mehr das Gleiche. Baby, sag mir, ist es Liebe, wenn ich jeden Tag zweifle, wenn die Sonnen nicht mehr gehen, sondern alle nur bleiben. Ja, der Kreis ändert sich, alles nicht mehr das Gleiche. Glaub, ich muss jetzt gehen, schieß mich ab jede Nacht. Baby, sag mir, ist es Liebe, wenn ich jeden Tag zweifle, wenn die Sonnen nicht mehr gehen, sondern alle nur bleiben. Ja, der Kreis ändert sich, alles nicht mehr das Gleiche. Glaub, ich muss jetzt gehen, schieß mich ab jede Nacht. Alter. War mir schon klar, dass das ein bisschen härter Lyrics werden, aber okay. Was mir jetzt aber schon mal auffällt, muss ich halt sagen, kritisieren. Einfach, ich hätte mir gewünscht, wenn die Stimme mehr lauter gewesen wäre, einfach nur. Lauter als der ganze Beat. Und hätte mir noch ein bisschen mehr Kraft von Young Galaxy da gewünscht, muss ich sagen. So ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Power. So schreinmäßig vielleicht nicht, dann hört sich das nicht mehr so gut an, aber es hört sich halt geil an, aber so ein bisschen mehr Power wäre nochmal richtig geil gewesen. Jede Nacht, ja, ich sehe aus wie ein Zombie schon seit Tagen. Babe, tut mir leid für alle meine Taten. Ey, mein Herz ist nur noch ein Loch in meinem Kopf, ein Schatten. Oh, Bro, du warst so gut, du warst so gut. Alle meine Taten. Ey, mein Herz ist nur noch ein Loch in meinem Kopf, ein Schatten. Und du liegst in der Ecke, ich kann's nicht ertragen. Ja, so der erste Teil so unfassbar geil, schön langgezogen den ganzen Shit und dann kam er irgendwie ein bisschen raus. Schade eigentlich. Aber sonst? Und ich kann's nicht ertragen, so wie ich bin, so wie ich zu dir war. Und alles, was war, vergessen wir nie. Nein, vergessen wir nie. Mit melodischen Sachen kriegst du mich auch einfacher, ne? Das ist halt so die Sache. Das ist halt, wenn du weißt, wie du Töne langziehen sollst oder es hinkriegst, dass es sich einfach gut anhört, dann hast du mich auch schon fast in der Tasche. Das ist einfach so. War, vergessen wir nie. Nein, vergessen wir nie. Jeden Nacht.
ich hab jeden Neid. Ein bisschen langes Ende, aber trotzdem geil. Also für mich hätte man auch bei 52 oder 50 schon aufhören können, aber gut. Geiles Ende, so mit diesen Wiederholen. Stimme hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, ein bisschen mehr Kraft hätte ich mir gewünscht. Ist natürlich auch mit Effekten drauf und bla und bi und blub. Interessiert mich im Feuchten. Wegen meiner kannst du dich so anhören wie ich und so viele Filter und Autotune und was auch immer drauf hören. Bist du keine Ahnung, wie klingst? Ist mir so relativ egal. Werd sowieso nicht verstehen, warum sich darüber welche aufregen. Wenn du es nicht magst, dann schalt einfach weiter. Hör dir andere Musik an. So, bei mir ist einfach Autotune, okay, gefällt mir. Manchmal ist auch ein bisschen viel bei manchen, aber okay. Musst du halt auch mit umgehen können, genau wie mit anderen Effekten. Aber ich finde, hier hat er geil, also ist ein geiler Song. Krasse. Geile Lyrics auch, gerade die Hook hat mir sehr gefallen, wie Young Galaxy das da durchgezogen hat. Also sein Flow, meine ich so. Richtig geil. Natürlich gab es hier diesen kleinen Part, wo er ein bisschen rausgekommen ist, aber wie gesagt, gehört immer irgendwo dazu. Macht man beim nächsten Mal vielleicht besser, wenn man das weiß. Hätte mir aber auch ehrlich gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass der Song einfach länger ist, weil noch ein Part, nochmal die Hook, wird nochmal ein bisschen mehr geben, weil es ist ein guter Song sonst, muss ich ehrlich sagen. Und ja, einfach hammergeil. Hat extrem Spaß gemacht zu hören. Meine, was ich hier aber auch ein bisschen hervorheben muss man einfach jetzt mal sagen, was viele wahrscheinlich immer als Kriterium sehen, Lispeln. So, es hört sich einfach für mich so an. Wenn es nachher nicht so ist, tut mir leid, falls ich das jetzt hier so sage. Wenn es doch so ist, dann muss ich ehrlich sagen, dass es nicht irgendwie ein Kriterium ist, wo man sagen sollte, ja, okay, deswegen höre ich den Song nicht. Weil man merkt es einfach hier, so, es interessiert nicht. So, scheißegal, was du für sprachliche, wie sei es jetzt am besten, Blockaden, sage ich jetzt mal. Natürlich jetzt nicht negativ gemeint, gar keine Frage, ne? Ich hoffe, Young Galaxy, wenn er das sieht, versteht das, aber auch ihr da draußen. Jeder Mensch hat so irgendwo seine Punkte, wo er anders ist. So, und das ist ja auch gut so. Und deswegen, hier finde ich das ja auch so, man hört so dieses Lispeln halt, aber es stört halt gar nicht. So wirklich, weil er genau weiß, so wie er es einsetzen muss. Oder was heißt einsetzen? So, er hat es perfekt rausgenommen. So. Und das finde ich halt so das Geile an Musik. Du kannst einfach Musik machen, die dir gefällt. Machst es einfach. Und wir werden da draußen genug Leute geben, die das feiern. Natürlich wird es genauso Leute geben, die da rumheulen. Aber das ist halt die kranke Welt, in der wir heutzutage leben. Nichtsdestotrotz finde ich ein geiles Ding. Hast du richtig geil abgerissen in Young Galaxy. Und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall zu hören. Bin gespannt, was da noch kommt. Ein bisschen mehr melodische Sachen bin ich dabei. Bei den anderen Sachen bin ich raus. Muss ich einfach sagen, weil ist nicht mein Ding. Ist ja einfach so, weil jeder soll seine eigene Meinung haben von Musik, von Künstlern, von was auch immer. Und wenn man das halt nicht hören will, dann sollte man einfach wegschalten. Und das habe ich zum Beispiel in diesem Fall gemacht. Und ja, deswegen werden wir einfach mal sehen, wie es weitergeht, auch mit Young Galaxy, ob wir den nochmal hören oder ob er in die andere Richtung gehen wird. Jeder soll das machen, was er will, woran er Spaß hat, und so soll es ja auch sein. Deswegen, wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.